Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Greenlight, heute mit Dungeon Rift. In Dungeon Rift geht es darum, dass es ein Dungeon Crawler ist, wie schon Dungeon Rift der Name sagt. Ein Roguelike Dungeon Crawler, um genau zu sein. Und wir spielen als Sir Bucket. Ja, Sir Bucket, das sind wir. Und ja, wir schauen einfach mal. Ich fand das Spiel ganz witzig. Ich habe es gestern mal einmal angetestet, kurz vorm Schlafen gehen, und fand es eigentlich ganz interessant. Und deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten und es euch zeigen. Und zwar geht es darum, wir sind Sir Bucket. Hier, dieser nette kleine, oh Gott, dieser nette kleine Krieger mit seinem heftigen großen Schwert. Und wir müssen natürlich versuchen, die ganzen Gegner zu vernichten, ohne dass sie uns treffen. Was ist das? Okay, so ein Viech habe ich noch nie gesehen. Yo, einfach so ein Hentai-Teil. Okay, geh weg, du Hentai-Ding. Oh Gott. Oh, das ist gleich so ein Miniboss in der ersten Ebene. Was? Au. Oh. Das Schlechte ist, man verliert recht viele Leben, wenn die einen angreifen, aber bekommt sehr wenig wieder. Das ist zu vergleichen mit diesen Wizard Lizard. Oh. Ja gut. Eben noch gesagt, man kriegt das voll wenig wieder und dann sofort in der ersten Truhe sowas bekommen. Okay. Also gestern war es auf jeden Fall so, dass ich ziemlich schnell einen Bogen bekommen hatte. Der war eigentlich recht cool. Ich hoffe, wir kriegen dieses Mal auch recht schnell einen Bogen. Ja, wie gesagt, da oben unten links sind halt unsere Leben. Wir haben insgesamt gerade 5. Das kann aber noch höher gehen. Ansonsten gibt es ja noch überall Fallen. Und was haben wir da sonst? Wir haben das Schwert. Das geht auch irgendwann kaputt, leider. Hier sind die Fallen. Wenn man darüber läuft, dann ist man auch tot. Deswegen ist das nicht so ganz cool. Und wenn man das Spiel noch überhaupt nicht kennt, dann... Wieso kommen hier überall diese Hentai-Dinger? Wenn man das Spiel noch nicht kennt, dann sind diese ganzen Fallen relativ böse. Au, dieses Viech ist ja richtig nervig. Alter. Okay, ich glaube, man sollte den lieber... Oh, nein, wir sind vergiftet. Wir sind vergiftet. Oh. Essen wir das? Nehmen wir das mit? Geilo. Okay, wir kriegen gerade viel zu viel Leben, meines Erachtens nach. Also bei den Tests, den ich gemacht habe, da habe ich relativ wenig Leben bekommen. Und wenn ich mal Leben bekommen habe, dann immer nur so ein halbes Herz. Und wir sind gerade vergiftet. Das bedeutet, dieser Pilz über unseren Kopf, wegen diesen Schießdinger, die aus der Wand da rausragen, voll blöd. Und wir kriegen eine Armbrust. Oh, geil. Mit der Armbrust kann man nämlich auch schießen. Das ist allerdings ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die hatte ich auch noch nie, so eine Armbrust, aber okay. Geilo. Jetzt können wir auf jeden Fall auch von ein bisschen weiter weg angreifen. Das ist ganz praktisch, aber anscheinend braucht die Armbrust relativ lange zum Aufladen. Das ist halt nicht so cool. Und das ist auch ein bisschen komisch zu lenken mit so einer Armbrust, beziehungsweise mit einem... mit einem Bogen. Aber anscheinend macht die auch mehr Schaden. Okay, das ist gut. So, stirb, du Hentai-Monster. Wir haben leider nur 10 Schüsse gehabt. Oh, die Armbrust, die macht sogar... Geil, habt ihr das gesehen? Der war benommen. Geilo. Wir schießen jetzt mal ein bisschen mit der Armbrust hier rum. Wo ist da noch ein Gegner? Da unten. Ich fand das Spielprinzip halt ganz cool und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Die Steuerung ist halt echt ein bisschen komisch, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Aber an sich ganz cool. Und es ist halt ein Greenlight-Spiel. Na, nehmen wir mal mit. So eine kleine Axt ist bestimmt auch ganz toll. Jaja, passt schon. Und wenn ihr das Spiel unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf den Link klicken, den ich in die Beschreibung gepackt habe. Und da dem Spiel mal ein grünes Licht geben. Sodass man das dann irgendwann mal spielen kann. Denn zurzeit ist es nur in der Beta. Wieso bin ich so langsam? Ach, das Ding hat uns getroffen. Okay. Hätte ich vielleicht mal früher drauf achten sollen. Au! Nein, die sind gleich tot. Oh Gott, ich setze jetzt mal ein paar Lebenstränke ein. Was ist denn los mit denen? Da ein Apfel. Ja. Oh Gott. Wie, die können ausweichen. Oh nee, ich will nicht so schnell sterben. Also letztes Mal als ich getestet habe, bin ich relativ weit gekommen. Ich finde gerade unsere Waffe ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin. Da brauchen wir auf jeden Fall eine bessere, die ein bisschen weiter schießen kann. Beziehungsweise ein bisschen weiter geht. Aber wir haben ja noch... Warte, wir haben ja noch unsere Armbrust. So, komm her. Wo bist du, hä? Da. Stirb dran. Stirb an der Armbrust. Yes. Okay. Wir haben nur noch 2 Schüsse. Oh oh. Kann man die eigentlich wieder mitnehmen? Nee, die ist kaputt, ne? Ach komm, eine bessere Waffe bitte. Nee, aber Speed-Up. Okay. Oh, Speed-Up ist gut. Speed-Up ist sehr gut. So, komm. Nein, ich bin schon wieder vergiftet worden. Oh, wie schlecht ich bin. Ich muss mehr auf diese Sachen achten, die aus den Wänden kommen. Ganz klar. Oh Gott, wir sind gleich schon wieder tot. Jetzt habe ich keine Tränke mehr. Ja, geil. Das kann ja was werden. Komm her, du Zombie. Du kannst mich nicht töten. Nein, nein, stirb. Und das Spiel ist gerade kostenlos. Also, wenn ihr es testen wollt, dann gerne austesten. Ich fand's ganz nett. So, kriege ich jetzt mal bitte eine bessere Waffe. Und ich glaube, die ganzen Räume hier sind sogar zufallsgeneriert. Wäre auf jeden Fall typisch für so ein Spiel. Oh Gott. Gib mir deine Beute.
Oh Gott, ich hätte ja gern irgendwie eine Waffe, mit der ich nicht so nah rangehen müsste, aber okay. So, was haben wir hier? Oh, sehr gerne. 60%. Okay, das ist eine Menge. So. Ja, komm her, du Zombie. Genau, und die Gegner werden auch stärker mit der Zeit. Wer hätte es gedacht? Denn die leveln auch hoch. Ihr seht das? Da in der Mitte von deren Leben, da ist so ein Schild und da steht jetzt eine 3. Das war am Anfang eine 1. Das heißt, sie sind jetzt schon Level 3 und das heißt, sie werden dann stärker und halten auch mehr aus. Leider, leider. Aber noch sind wir eigentlich ganz gut dabei. Oh, was ist das denn hier? Das sieht ja drin. Ja! Nee, Stone Tatting. 25 EXP? Was bringt das denn? Es gibt EXP in diesem Spiel? Okay. Frag mich nicht, was EXP bringt. Vielleicht können wir auch aufleveln. Allerdings. Oh, danke. Nehme ich gerne wieder mit. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie man gucken kann, welches Level man hat, beziehungsweise was diese XP bringen. Aber jetzt haben wir schon wieder XP bekommen. Okay, interessant. Yo, okay. So, stepp. Dieses Messer gefällt mir aber auf jeden Fall sehr viel besser. So, als das, was wir eben hatten. Und ich glaube, das ist sogar auch stärker, oder? Oh ja, wir nehmen einfach mal das Schwert hier mit. Wir müssen halt echt darauf achten, dass das auch irgendwann kaputt geht. Ah, das ist wahrscheinlich nicht so stark wie die Axt. Oh Gott, was machen die denn da immer? Oh, was ist das Schönes? Egal was es ist, ich will es haben. Ich will es haben. Gib das her, ich will es haben. Und wieso kommen wir über diese Dinger? Die hatte ich davor nie. Nie hatte ich euch, nie. Au. Oh Gott. Ich hasse dich. Okay. So. Ich glaube, die können dadurch auch getroffen werden. Okay. Macht denen aber nicht so viel Schaden wie uns. Schade, schade. Aber ist doch schon ein Zombie. Der hat bestimmt schon ein paar Löcher in sich drin. Und hier gibt es keine. Ah nein, wir sind verlangsamt worden. Aber okay. Solange wir nur verlangsamt werden, ist das okay. Und da gibt es doch noch eine Truhe. Die nehmen wir doch kurz mit. Komm her, du Truhe. Yes! Health Upgrade, danke. Okay. Soweit, so gut. Sir Bucket, wir kriegen das hin. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Ende gibt oder nicht. Und ob es Endbosse gibt oder nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe das gestern nur einmal kurz angetestet. Bin da relativ weit gekommen. Ich glaube, bis Level 7 bin ich gekommen. Jetzt sind wir schon Level... Ja, das ist auch schon Level 7. Also bis hierher. Wenn ich diesen Level schaffe, dann sind wir sogar weitergekommen. Oh Gott. Oh Gott. Ein Magier. Oh yeah. Noch ein paar Speed-Ups. Na, brauchen wir nicht. Wir sind gerade schon relativ voll. Aber merken wir uns mal, dass da ein leckerer Braten ist. So. Okay, unsere Waffe hat auch nicht mehr so viel. Müssen wir mal drauf achten. Und wir haben immerhin zwei Bolts noch. Oh nee, für unsere Armbrust. Los, mach. Pow! Pow! Okay. Wir haben keine Schüsse mehr. Oh Gott, was machen wir? Wo müssen wir noch hin? Da hinten ist noch einer. Nein, nicht gesehen! Du verdammte Falle! Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay, dann essen wir noch kurz unseren saftigen Krustenbraten und dann sind wir. Dann sind wir voll gut dabei. Nom 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 nom. Hä, wir können sogar 6 leben? Okay. Weiß ich rüber. Neuer Rekord! Ah, dass sie ausweichen können. Solche Bastarde, stirb! Ich bin hier der Ritter und möchte mein Dungeon beschützen. Das ist unsere tolle Aufgabe. You just... Ah, okay. Man kann seine Waffe reparieren. Cool. Gefällt mir. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass hier über diese Hentai-Monster sind. So. Die habe ich da vorne noch nie gesehen. Oh Gott, das war knapp. Was haben wir hier? Nee. Möchte ich nicht, danke. So. Oh Gott, was ist hier los? Kommt her. Au. Oh, wir haben einen neuen Schuss dazu bekommen. Ich habe keine Ahnung, wann wir die bekommen, aber wir haben schon anscheinend einen. So. Bitte mal die Falle, danke. Und gib mir deine Beute. Nein, wir sind vergiftet. Ein Apfel. Ja, ich mag Äpfel. Okay. Sind wir nochmal neu vergiftet worden? Das wäre ein bisschen schlecht. Steve Zombie gets a Perk. Oh nein. Ach, die werden stärker. Achso, ja klar. Die kriegen Level ab. Aber da oben steht das sogar immer, was sie dann bekommen. Diese Zombies haben jetzt Lebensregeneration. Das ist nicht so ganz cool. So, stirb. Ich setze mal meinen Trank ein. Vorsichtshalber. Oh nein, wir sind verlangsamt. Au. Da, der sollte jetzt eine Lebensregeneration haben. Sieht man das? Weiß ich nicht. Aber der hat eine Lebens... Oh Gott, sind hier viele Gegner. Geht alle weg. Nein. Ey, ich bin hier der Ritter. Ich bin das. Okay. Ja gut, diese Zombies sind schon mal ein bisschen härter jetzt geworden.
Ich mag diese Viecher hier nicht. So. Aber alles gut. Wir nehmen uns mal ein... Oh, ein Langschwert. Okay, hat auch was. Kann man mal machen. Und da sind noch zwei Viecher, die sogar was dabei haben. Finde ich gut. Oha, das Langschwert ist richtig stark. Guckt es euch an. Au. Jo, wie wurde der bitte abgezogen? Okay, wenn uns noch ein Magier trifft, dann sind wir tot. Wie es aussieht. Egal, kriegen wir hin. Haben wir noch... Nee, wir haben keinen Trank mehr. Oh, oh. Wir brauchen dringend Leben. Stealth? Oh nein, die können sich unsichtbar machen. Die hier, oder was? Du kannst dich unsichtbar machen? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann der sich jetzt unsichtbar machen. Den wir da eben vernichtet haben. Hallo, kommt mal bitte her. Oder ist das das Stealth? Diese Rauchwolke. Wahrscheinlich. So. Ah, lass mich durch. Okay. Wir müssen jetzt echt auf unsere Leben aufpassen. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ab, wow. Ja, okay. Du hast eine neue Fähigkeit. Schön. Ich geh mal weg. Oha. Jo. Oh, wir Nein. Ach, Otto. Was soll das, Otto? Blödes Hentai-Monster. These tentacles are not only for killing, they are also for hugging. Oh. But most likely killing. Aber wir haben geunlockt anscheinend ein großes Schwert und ein Fireball. Cool. Ja, immerhin neun Level, weitergekommen als gestern. Ja, und dann würde ich sagen, war es das aber schon für diese kleinen Greenlight-Folge. Wenn ihr es auch spielen wollt, dann ist der Link dafür in der Beschreibung. Ich fand das Spiel eigentlich ganz witzig und ich werde es, glaube ich, auch spielen, wenn es dann mal wirklich rauskommt. Blöder Otto, wieso konnte der plötzlich schießen? Naja, dann bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ihr auch beim nächsten Mal wieder zuschauen würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.